Ja, das Nordmeer ist draußen und alle sind natürlich heiß da drauf und wollen mal schauen, wie es denn am Nordmeer aussieht. Ja, und was macht man denn, wenn man hier gerade vielleicht am Windenbach unterwegs ist, sich aber trotzdem brennend dafür interessiert? Man macht die Reise zum Nordmeer und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, ich habe hier einen Tutorial-Account, ein extra Account, der nur für Tutorials verwendet wird und für nichts anderes. Und mit diesem Account testen wir jetzt einfach mal hier diese Angeltour. Wir können natürlich noch nicht zum Nordmeer reisen. Ich hocke da gerade schön davor. Wir können natürlich noch nicht dahin reisen. Wir sind gerade mit diesem Account Level 11 oder du bist Level 15, 20, 25 und so weiter. Vielleicht bist du auch gerade Level 33 und denkst dir, ah, aber ich will jetzt unbedingt schon mal meine ersten Points machen und dann mache ich da einfach vielleicht schon mal meine letzten XP zu Level 34 und dann kannst du da schon mal hin und hast schon mal ein paar XP gemacht. Also, wir nutzen dafür hier diese Angeltour oben rechts in der Ecke im Detail. Und ja, praktischerweise, weil wir auch mit diesem Account gerade sehr low sind und weil es auch echt günstig ist, also wirklich günstig, nutzen wir jetzt in dem Fall Gold. Nutze ich ja normalerweise nicht, also die meisten Sachen auch auf dem Hauptaccount verwende ich zu, sagen wir mal, 99% alles nur Silber. In manchen Situationen muss man Gold zum Beispiel verwenden, wenn man Skillpunkte zurücksetzt oder sowas. Aber fürs normale Kaufen und fürs Einkaufen von Ködern und so weiter verwende ich halt nur Silber. Aber diese Geschichte, da muss man wirklich sagen, da ist der investierte Euro sozusagen günstiger als das, was man hier an Silber dann quasi oder in der Zeit eben, ja, oder bis man das zusammen hat, sagen wir so, bis man diese 1400 Silber zusammen hat, also da hat man doch eher mal so eine Münze zusammen und wir testen das. Und jetzt haben wir hier oben direkt schon mal stehen die Meldung, es verbleiben 5 Tage. Das ist gut. Also wir haben jetzt 5 Tage Zeit, wenn wir ausloggen. Loggen wir halt aus. Guck mal, hier steht so ein kleines Flugzeug hier direkt an der Ecke. Auch sehr nice gemacht. Und jetzt können wir da hinreisen. Jetzt bin ich natürlich super gespannt. Ich mache das auch gerade das erste Mal. Und dann schauen wir jetzt natürlich, wie das hier aussieht. Wir machen mal ein bisschen den Sound ein bisschen lauter. Guck mal da. Also, man sieht's. Ich bin jetzt hier gerade mit dem Level 11 Account. So, schieben wir mal wieder zurück. Level 11 am Nordmeer. Sehr, sehr, sehr cool. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich schaue mal eben ins Inventar rein. Und da sehen wir schon. Wir haben hier unsere kleinen Routen und Sets. Und wir haben hier mit diesem Vermerk, dieser Gegenstand wird für die Dauer der Reise ausgeliehen. Auch richtig cool. Das heißt, wir drücken mal U, ziehen uns das hier mal direkt auf die 1 mit unserem Low-Level-Account. Und dann schauen wir mal rein. Wir haben hier eine passende Schnur. Ausgeliehen wird die Saltmaster Offshore 88, Tragfähigkeit 38 Kilo, 300, also ein mittleres Meeresangeln, 320 Gramm maximales Wurfgewicht. Also richtig schön solides Gerät. Auch relativ lang sehe ich gerade. Das wäre doch mal was. Da kann man vielleicht sogar am Ufer schon mal mit anfangen, um ein bisschen rumprobieren. Aber ich denke, es ist sinnvoller, vielleicht dann auch gleich das Boot zu nutzen. Und wir haben hier einen Pilker und noch eine ganze Auswahl an Pilkern. Okay, auch das ist natürlich nicht verkehrt. Das ist ja wirklich nicht verkehrt. Das sieht aus wie 2 komplette Sets. Ja, das sieht auch ganz gut aus. In der Nacht, ich verwende glaube ich mal diesen hier. Der sieht so fluoreszierend aus. Gute Haken sind auch schon dran. 2 Nuller Haken. Ja, dann sieht das doch gut aus. Und dann können wir jetzt hiermit vielleicht gleich einfach mal raus und das Ganze nutzen. Wir haben die Map schon im Inventar, das haben wir auch schon. Ich schaue mal eben rein. Wir haben natürlich jetzt keine Meeres-Skill-Punkte. Ich habe hier die Stationärrolle geskillt. Ich sehe gerade, ich habe einen Punkt übrig. Kann ich den verteilen? Ich könnte den verteilen. Naja gut, ist ja klar. Auch wenn man noch nicht so weit ist.
Ist ja klar, kann man natürlich schon Pilgpunkte rein investieren. Ja, wenn man das jetzt natürlich regelmäßig nutzt, ist das vielleicht sinnvoll. Wenn man aber in dem Levelbereich ist und man will mal nur reinschauen, dann ist es mit Sicherheit nicht sinnvoll. Gerade da sollte man eben erstmal die Basics skillen, die wichtig sind. So, wir schauen mal eben. Wir gehen mal eben runter und ich fahre mal etwas raus. Zack. Also, wir haben tatsächlich ja auch, hoppala, meine Fahrkünste wieder, Alter, bei dem Wetter. wir haben natürlich auch ein Bootsticket. Wir haben ja für die Zeit auch Bootstickets. Das heißt, wir fahren mal hier raus, wir fahren mal in einen Bereich. Komm, bremsen, 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 bremsen. Wir fahren mal in einen Bereich. So, hier, das ist doch schon gut. Motor aus direkt. Das sieht doch schon gut aus. Mach mal die Lampe aus. Solche Kanten hier, das ist immer interessant. Sowas wollen wir haben. Und dann werfen wir mal direkt aus hier und lassen schön absinken. Happy Hour geht los, sehr schön. Wunderbar. Also, einkurbeln auf Maximum. Bremse machen wir erstmal ein bisschen locker. Und jetzt auch, wie in den anderen Videos auch schon gezeigt oder auch gesagt, jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier unsere Schnur im Blick behalten. Hier sinkt jetzt so langsam der Pilker runter. Wir haben hier unten stehen Bewegung in Grundnähe. Wir machen zu dem Bügel, drehen einmal und jetzt kann das Pilken losgehen. Entweder wir machen so ein entspanntes Pilken, einfach nur mit der Maus hoch. So. Oder wir machen hier ein bisschen größeres Pilken. Schön mit der rechten Maustaste. Zack. Da kann man halt richtig reingehen. So. Und da war schon Biss. Na guck, da ist auch schon der erste Biss. Und jetzt muss man natürlich gucken. Ich bin auch übelst gespannt, wie das jetzt reinhaut. Die Fische. XP-mäßig. Da ist der erste Köhler. Übrigens mein erster gefangener Fisch auf der Map. Ich bin mit dem Hauptaccount noch gar nicht zum Angeln gekommen. Aber das sieht auch schon richtig gut aus. Also, da haben wir doch schon ordentlich Punkte gemacht und sofort Meeresangeln Punkte auch noch dazu. So soll das sein. Ich lasse einfach direkt wieder runterfallen. Gar nicht weit auswerfen, sondern einfach absinken. Hier von der Position ist das immer ganz praktisch. Da kann man nämlich immer schön ranzoomen und sieht, wo man ungefähr ist. Ja, das ist gut. Wir treiben noch weiter. Also in diese Richtung treiben wir weiter, wenn ich das richtig sehe. Genau, das passt soweit. Und wir haben wieder Grundnähe, das heißt, ich kurbel wieder so ein bisschen. Und dann geht es wieder los, dass wir hier ein bisschen probieren. Leichtes Zuppeln machen. Und dann kommt schon hier die Meldung, Pilken. Das ist genau das, was wir wollen. Also schön hochziehen, absinken lassen. Wir imitieren jetzt quasi hier einen Fisch, der flieht. Der haut ab, der will wegrennen. Und dann hat er keine Power mehr und fällt wieder runter. Und weg. Und dann fällt er wieder runter. Und dann haben wir da vielleicht gleich... Guck mal, der Grönlandhai wurde schon gefangen. Ich werde ja weich, ey. Ich werde ja weich. Es geht schon richtig los, ne? Es wird richtig wild. Ja, man sieht tatsächlich an allen Ecken und Kanten, wie der Hype um das Gewässer, um das Neue hier reinkickt. Und ich glaube, ja... Also ich bin da absolut, also voll dabei, wenn man sagt, Mensch, ich will mir das unbedingt angucken. Ich gönne mir mal, keine Ahnung, für 5 Euro oder was ein bisschen Gold und teste da mal ein paar Stunden an dem Gewässer. Wie gesagt, gerade auch mit dem Setup, was man hier hat, kann man das, glaube ich, wirklich gut machen. Und einfach hier so ein bisschen rumprobieren. Was man natürlich bedenken muss... Wenn jetzt am Anfang noch gar nicht so viel bekannt ist, ist es natürlich auch ein Suchen, auch für einen unerfahrenen Spieler, so wie ich jetzt hier gerade mit Level 11. Wenn du dir überlegst, du bist wirklich Level 11, hast also vielleicht, was habe ich jetzt hier an Stunden? 4 Stunden. Also, das ist natürlich so eine Sache, dass... ist vielleicht nicht direkt empfehlenswert, ne? Vielleicht ist ein anderer Spieler nicht direkt in 4 Stunden Level 11, sondern vielleicht eher in 10. Aber wenn man eben anfängt und planlos ist vom Game, dann macht das vielleicht nicht so viel Sinn, da also hier hinzugehen. Ich meine, es ist zwar cool, weil man eben direkt so ein großes Setup irgendwie hat und nutzt, aber wenn man eben noch nicht mal wirklich weiß, ja, wie holt man denn jetzt zum Beispiel einen Kescher raus oder sowas. Also wenn man die Basics nicht mehr weiß, dann sollte man vielleicht dringend, ich verlinke das nochmal direkt, die Tutorial-Serie sich gönnen.
auch ältere Spieler bzw. Spieler im höheren Level. Ich sehe immer wieder Kandidaten mit 200, 300 Stunden im Game, die Fragen stellen, da schnallst du ab, Alter. Katastrophe. Einfach mal nebenbei die Tutorial-Serie laufen lassen. Schadet nicht. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen was ändern. Es ist langsam hell. Ich ändere hier diesen Köder jetzt nochmal ab. Nehmen wir mal. Ich hatte jetzt gerade diese Serie. Ich nehme mal so einen schlanken in. Es ist so diesig. Ich hätte gern irgendwas, was so ein bisschen intensiver ist. Ich glaube, ich nehme mal den knallroten. Und dann schauen wir nochmal direkt wieder, wo wir hier sind auf der Map. Wir sind fast an diesem Loch jetzt hier gerade. Das nutzen wir aus. Ich werfe ein bisschen raus. So. Und dann lassen wir da nochmal absinken. Direkt über dem Loch. Atmosphärisch mega cool, ne? Wie das Dorf da hinten verschwindet im Nebel. Einfach cool gemacht. Super cool. Absolut diesig, nebelig. Ah, so ist das Wetter im Norden. Seit 150 Jahren immer gleich. So, und wir pilken hier wieder. Grundberührung. Man kann natürlich auch andere Sachen noch machen. Ne? Man kann natürlich auch jiggen zum Beispiel. Das heißt, ihr werft weiter aus und macht dann einfache Jig-Führung. Auch das absolut möglich. Immer nur einmal kurbeln, wieder absinken lassen und dann kommt eben auch diese Meldung Jig-Führung. Ja, ihr seht, es ist nicht so einfach. Ne? Man muss wirklich Stellen finden. Man muss Spots finden, wo was geht. Und das, deswegen ist das halt so ein bisschen so ein zweischneidiges Ding. Ja, absolut verständlich. Wie gesagt, also wenn man sich mal so 5 Gold gönnt und sagt, ich will das mal probieren. Ja, vielleicht mal einmal zum Testen, einfach für den Spaß. Und dann vielleicht mal eine Woche warten und die anderen 4 Gold verballern. Um dann da vielleicht effektiv Silber mitzumachen, XP zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen praktischer, wenn man vielleicht einfach schon Stellen gefunden hat, wo richtig was geht. Übrigens auch dieses Bewegung in Grundnähe, ne? Also für, wir sind ja unterwegs, wir waren gerade noch an dem Loch. Jetzt gucken wir gerade mal, ich ziehe den mal eben rein. Ja, jetzt sind wir schon gleich am Ende vom Loch. Also, wir haben eine leichte Drift, das heißt, wir können jetzt hier, wenn wir jetzt hier auswerfen, absinken lassen, wir können auch einfach knapp über den Grund einfach schleppen sozusagen, mit der Drift. Das ist jetzt kein effektives Schleppen, wenn wir mit dem Motor sozusagen, wenn wir Gas geben und langsam mit 3 km/h hier langziehen, sondern so, Bügel zu, einmal kurbeln und dann haben wir jetzt hier, ja, es war sogar schon Jig, aber jetzt haben wir gleich einfach nur noch hier stehen, Bewegung in Grundnähe und das reicht. Das heißt, wir haben jetzt da den Pilker, der da unten jetzt rum sich bewegt. Das funktioniert natürlich mit Jig-Montage zum Beispiel besser. Ich schaue gerade mal rein. Ja, die ist natürlich noch nicht frei. Das heißt, das kriegt man dann später erst frei. Wenn ihr übrigens schon im Spinfischen die Jig-Montage, wenn ihr die schon frei habt, da schon oder soweit seid oder das geskillt habt, dann sind diese Skillpunkte auch beim Meeresangeln, Meeresjig. Also da teilen sich die Montagen, die das Jing. Ja, und wenn man dann halt so ein bisschen rumtestet und probiert und eben auch die ganzen verschiedenen Köder probiert, dann geht auch Stück für Stück ein bisschen was rein. Aber ja, da haben wir einen schönen Pollock auch noch dabei. Aber tatsächlich muss man eben auch viel probieren. Ich habe jetzt hier schon 3 verschiedene Köder durch, die alle nicht so wirklich viel geliefert haben. Hier haben wir jetzt gerade den nächsten schönen, der dann auch mal wieder reingeballert ist und dann ja, kohlemäßig und XP-mäßig auch wieder ganz nett ist. Also probieren wir es hier weiter und versuchen neue Fische rauszuziehen und versuchen natürlich auch neue Montagen bzw. neue Köderbewegungen zu nutzen, damit wir hier schön ein nach dem anderen noch fangen können. Zack, guck mal da, da geht noch was Schönes Großes rein, einfach mit dem Jig. Und dann können wir auch mal hier schön auf Jig, ist doch richtig gut. Da können wir hier auch mal das Setup richtig nutzen. Wir gehen so langsam hoch mit der Bremse. Übrigens sollte hier mal was viel zu Großes reingehen und euer Setup geht kaputt.
So wie ich das gehört habe, muss man einfach nur sein Setup ins Inventar zurücklegen und wieder neu rausholen. Dann ist es repariert. Zählt natürlich nur für die Reise, ist ja wohl klar. Also, wir haben hier für diese Reise ausgeliehenes Setup. Und da gucken wir doch mal, was wir da jetzt hier mit rausziehen. Und weil das ja hier alles gerade noch so neu ist, ist es vielleicht sogar noch ein schöner Wochenrekord. Vielleicht wurde das noch gar nicht gefangen. Was haben wir hier? Oh, das ist was Plattes. Nee. Ein Steinbutt mit 3,3 ist ja wild. Und direkt Level Up Fisch. Denn es sind 13.026.000 XP. Das ist natürlich angenehm. Ja, das kann man natürlich gut machen. Also, ich würde sagen, ja, da kann man mal einen Fünfer investieren. Gut investiert. Macht man bestimmt gut Fortschritt mit. Und das ist mit Sicherheit der schnellste Weg zur Zeit, effektiv im Game vorwärts zu kommen. Denkt aber dran, euch fehlt enorm viel Basiswissen. Von daher ballert euch die Tutorial-Serien rein. Petri Lümmels, zieht raus die Brocken, gönnt euch so eine Bootstour, macht wirklich Bock und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin.